¿Por qué estudiar español? Millones de personas en el mundo hablan español. Ahora te enseñamos por qué tienes que aprender español. Warum Spanisch lernen? Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sprechen und lernen Spanisch. Denkst du gerade darüber nach, einer von ihnen zu werden? Wir zeigen dir, warum du definitiv Spanisch lernen solltest. El español es una lengua universal. Está en segundo lugar entre las lenguas más habladas del mundo con 577 millones de personas y es el tercer idioma más utilizado en Internet. Weltsprache. Weltweit am zweithäufigsten gesprochene Sprache. Offizielle Amtssprache in 21 verschiedenen Ländern auf 3 Kontinenten. Offizielle Sprache in zahlreichen internationalen Organisationen, die häufigsten genutzte Sprache im Internet und die am zweithäufigsten genutzte Sprache in sozialen Netzwerken. Por los estudios y la profesión. Schule und Beruf. Studium. Wirtschaft, internationale Wirtschaftswissenschaften, Dolmetschen, Übersetzen etc. Immer mehr Firmen expandieren in spanischsprachige Länder. Por la cultura hispana. Kunst und Literatur. Zugang zu einer reichen, wunderschönen und historisch bedeutsamen Kultur. Zum Beispiel Pablo Picasso, Salvador Dali oder Miguel de Cervantes. Zugang zu spanischer Kunst, Büchern und Filmen in Originalversion. Por la música. Musik und Tanz. Flamenco, Tango, Salsa und vieles mehr. Por la gastronomía. Spanisches Essen und Trinken. Tapas und Co. Paella, Tortilla, Sangria, Vino. Por el turismo. Reisen. Reisen mit Spanischkenntnissen. Wohin auch immer du gehst, es gibt dort sicher jemanden, der Spanisch spricht. Die spanische Sprache wird deine Erlebnisse und Abenteuer auf Reisen bereichern. Aprender español en el Bege Sikirchen, incluye intercambio con un instituto en España o viaje de estudios. Spanisch lernen am Gymnasium Sikirchen ist verbunden mit Austausch mit spanischer Schule oder Sprachaufenthalt mit Sprachschule. Porque nos gusta y nos divertimos bien. Weil Spanisch einfach Spaß macht. Spanisch zu sprechen, zu hören und zu verstehen wird dein Leben bereichern. Y ahora unos poemas. El agua. En la mar, la fuente, el lago. Salada, dulce, mojada. Fluir, gotea, caer. El agua es la fuente de nuestra vida. El agua, el agua, el agua. El profe. En la clase, en la cafetería moza. En la casa trabajar, aprender, preparar, exámenes. Severo, competente, simpático. Ser profe es más que una profesión. El profe, el profe, el profe. Problemas en la escuela, la casa y la vida. Gritar, llorar, calar, triste, difícil, tranquila. Los problemas rasen las olas del mar. Problemas, problemas, problemas. La casa. En el dormitorio, en el salón, en el baño. Coquinar. Estudia, relaja. Caliente, quieto, agradable. La casa es mi refugio en la vida turbulente. La casa, la casa, la casa. Amor, en el corazón, el alma, los sueños, amar, confiar, vivir maravilloso, confuso, eterno. El amor nos deja sobrevivir. El amor, el amor, el amor. El corazón, en el cuerpo, en el alma, en la mente palpitar.
tolera latir caliente, sensible, fuerte. El corazón me hace sentir. El corazón, el corazón, el corazón.